Die du hast oder kriegst. Das ist so anstrengend. Das ist so anstrengend. Digga, wenn ich hier verrecken würde, würde Lego mich nicht mal hören. Wo ist Lego? Ich weiß es nicht. Nee. Es ist so anstrengend, wirklich. Ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf das Game, was ich gestern gespielt habe on Stream. Das Spiel war so lustig. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich fühle mit dir. Danke. Ich habe auch 10 Trilliarden Karotten, die ich schneiden muss. Oh. Kann ich 2 auf einmal nehmen? Ja, es geht. Aber kann man das auch so ohne Twitch spielen? Ja, kann man. Ich habe das gestern nur gemacht, damit es halt interaktiver für den Chat ist. Aber ich will es auch nicht alleine anfangen, weil dann würde ich euch vermissen. Das wäre doof. Finde das mit Twitch, glaube ich, trotzdem lustiger. Ich eben auch. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal spielen. Vielleicht spiele ich das auch mal alleine durch, aber eigentlich fände ich das mit Twitch schon lustig. Weil dann hat jeder seinen eigenen Nugget. Hat schon was. Kann das alles nicht mehr. Junge, hab's geschafft. Leo, bin so weit. Was denn? Bist du Platin? Ah, ich habe das so gesuchtet, Leo. Bin so weit. Ach. Ach so. Hä? Ich hab gesch. LOL! Wie lost. Ich kann es nicht richtig lesen. Hört auf. Universum, ja, ist okay. Wie weit bist du? Ja, das war der Todeslos, sorry. Junge, hab schon halbe Erde bebaut. Was laberst du? Ja, mal gucken, vielleicht. Aber ich will das halt nicht ohne euch spielen, weil es macht halt schon Spaß so. Was wäre halt auch geil, wenn man ein bisschen weiterkommt, ne? Weil gestern am Anfang, als wir angefangen haben zu spielen, war der Hype halt noch richtig krass. Und dann irgendwann, als ich dann das zweite Game angefangen habe, wurde es dann halt weniger. Aber ich glaube, wenn wir von Anfang an so richtig krasse Sachen schon schaffen würden und ich nicht so schnell in die Ruin gebracht werden könnte, wäre das schon cooler. Oder wenn man eine größere Erde haben könnte sogar. Größere Erde schaltet aber auch erst frei, wenn du moderne Zeit bist oder sogar schon Zukunft ins. Ach so, okay. Ja, aber da müsste ich ja mal alleine spielen, theoretisch. Wie kann einfach so anstrengend sein? Wow. Ist letztendlich mehr Karotte als Kuchen, aber egal. Ich frage mich, ob das schon reicht. Was ist wirklich mehr Karotte als Kuchen? Scheiße.
ich bin müde. Ich sag halt, wie es ist. Bisschen zu viel Karotte geworden. Naja. Okay, machen wir weniger Karotten noch. 180 Gramm Mehl. Ich gehe auch erstmal, sonst kann ich heute nie in meinem Bett. Alles klar, Mausi. Schlaf schön, träum was Schönes. Danke, dass du da warst. So, 180 Gramm Mehl brauche ich. Ganz normales Mehl. Dann nehme ich das hier, dann ist das nämlich auch leer. Nein. Geworden und 100 Gramm Mandeln. Hä? Okay. Wo sind meine Mandeln? Meine Mandeln sind, glaube ich, hier. Das heißt 100 Gramm, das sind 100 Gramm. Voll praktisch. Packung Backpulver. Habe ich Vanillezucker schon benutzt? Nee. Und eine Prise Salz. Die darf man nicht vergessen. Größere Prise. Ich würde gerne Lekuma einen hochbringen. Oh, der riecht richtig lecker. So. Backpulver, Salz. Und dann können wir das nämlich auch gleich dann backen. Geil, es schmeckt. Skylung, gibt es irgendwas, was du eigentlich zockst? So privat oder allgemein? Ich soll das in eine gefettete Springform packen. Dann ist ja gut, dass ich hier die Butter noch hatte. Dann fette ich die hier ein. Ja, Anime Games. Zum Beispiel sowas wie Genshin Impact oder was. Ist ja auch eigentlich eher so ein Anime Game, oder? So. Wo ist schon wieder das, was ich suche? Ich habe es auch extra abgewaschen. Das nimmt ja heute kein Ende damit, ne? Mit dem Gesuche. Das sag ich, wie es ist. Die
Digga, ohne Sinn. Ach, da ist es doch. Ich hab's nicht abgewaschen, never mind. Ja, ah, okay. Schau gerade Anime an, schau gerade Quintuplets. Okay. Worum geht's da? Ich bin gerade dabei, ich guck gerade Yamada at. Nee, Loving Yamada at. Irgendwas. 999 Level oder so. Oder Level 999. Und tatsächlich auch. Warte. Hier mit Anya Forger. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Spy X Family. Meine Güte. Ich kann mir so schlecht nur Namen merken. Hab damals Aura Kingdom gespielt. Ja, da bin ich dann jetzt auch wieder raus. Spy X Family, ja genau. Spy X Family gucke ich gerade noch. Und halt diese Serie, die ich gerade gesagt habe, die ist relativ neu noch. Ich habe das Gefühl, es reicht irgendwie nicht. Die Form eingefettet. Oh, das gleich alles sauber machen wird auch Krise. Ich glaube aber, es wird ein richtig guter Kuchen. So, den Scheiß kann ich jetzt auch wieder vorheizen. So. Bello gezockt, bis ich zu Unrecht gebannt wurde wegen Hacken. Junge, wie soll ich auf einer 10 Jahre alten Laptop hacken? Lol. Tatsächlich, krass. Wir spielen gerade Valorant. Also, wenn ich nicht gerade backe, spielen wir Valorant tatsächlich. On Stream auch. Krass, dass du gebannt wurdest. Oha. Hä, aber kann man das nicht irgendwie. Das kann man doch safe irgendwie beantworten. Also beweisen oder nicht? Naja, wäre es beweisbar, würden viele ihre Accounts zurückhaben, ne? Die haben mir nicht geglaubt, scheiße. So. Karottenkuchen ist auch fertig. So, jetzt räumen wir hier eben auf und dann werde ich tatsächlich auch schon anfangen zu kochen. Morgen früh mache ich das Frosting erst, damit die nicht so eklig werden, die Sachen. Weil es ist meistens so, wenn ich abends das Frosting mache, dann ist der Kuchen so sapschig am nächsten Tag, das mag ich nicht. So, jetzt haben wir Karotten. Ich esse zwar keine Karotten, aber egal. Oh, ich habe richtig Schmerzen in den Beinen. Ich glaube, ich werde alt. Ich warte jetzt, bis ich einen neuen PC habe und mache dann einen neuen Account. Würde ich auch machen. Also wenn du ganz viel Lust hast, würde ich mich auch freuen, wenn du mir folgst. Und wenn du einen neuen PC hast, dass du dann mitzockst Valorant. Weil bei mir ist Valorant tatsächlich ein Game, das spiele ich immer mal wieder. Also nicht immer on stream. Das ist jetzt tatsächlich das erste oder das zweite Mal, dass ich so lange halt Valorant spiele. Genau, komm auch gerne auf den Discord. Und dann können wir gerne mal zusammen zocken. Vorausgesetzt, du hast deinen PC halt wieder. Ja, würde mich freuen. Ein Zufall, dass du dann auf den Backstream kommst. Hä? So. Das ist ein
Müll hier weg. Oh, Aufräumen ist das Schönste. Aufräumen ist echt das Schönste, nachdem man gebacken hat. So. Ich habe so Haarausfall, das ist so ekelhaft. Ich müsste eigentlich so eine Haube tragen, ich sag's euch. Scheiße. So. So, den ganzen Scheiß wasche ich, glaube ich, morgen dann erst ab. Also, beziehungsweise packe ich es nachher dann in die Spülmaschine. Das muss ich jetzt auch noch weiter sauber machen. Was denn? So, oh, ich stehe hier die ganze Zeit im Scheiß drin. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn man backt oder kocht oder whatever und dann die ganze Zeit in den Scheiß reintritt, ey. Ekelhaft. So. Der Scheiß kommt hier rein, das kommt da rein. Hier spülen wir jetzt ein bisschen Tetris in der Spüle. Und der Bums da rein, der Bums da, das da, das da. So, dann ist das schon mal sauber. Das ist eigentlich auch noch sauber, das brauchen wir noch. Packe ich da hin, das packe ich in die Spüle, das packe ich auch in die Spüle. So. Das kommt in die Spüle, das kommt in den Müll. So. Oh, geil, es ist fast wieder sauber. Aber es klebt alles unter meinen Füßen! Ah! Ich kriege die Krise. Ich habe auch irgendwas an meinem Arm. Karotte. Nice. Oh Mann. Jetzt weiß ich, was Fate meinte. Ich habe nämlich auch am Arm jetzt. Jetzt habe ich die Möhre auf meinem Ärmchen. Wollen wir mal Leko fragen, was er von dem Kuchen hält? Also von dem Pancake, er von so einem... Ne? Hier. Oh, ich zieh meine Socken auf. Aus. So. Mal schauen. So. Gehen wir kurz ohne Licht hoch. Zack, zack, zack. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Mal kurz Licht an. So. Ja. Ja. Ich habe den Stream noch an. Probier mal, Schatz. Ich soll probieren? Du hast den Stream noch an? Ja, hier ist der Stream. Schmeckt? Ist okay. Echt? Das erste Mal Protein, ja. Mit Protein ist halt alles immer ein bisschen trocken. Nee, der ist geil. Ja, ganz gut. Also da kommt noch Frosting drauf. Ja, ist gut. Mit Frosting ist glaube ich gut. Hast du meinen Stream gar nicht an? Ja. Das ist echt geil. Willst du ihn aufessen? Ja. Okay. Ich nehme die Sachen hier wieder runter, ne? Alles klar. Tschüss. Er sagt tschüss. Lustig. So, warte. Ich werde hier abgelenkt. Kannst du die Tür zumachen? Ja. Super. Ich kriege das Licht nicht aus, egal. Ich habe hier Sachen auf meinem Dings. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich die Treppe runterfalle. Ah. Okay, nee. Alles gut. Alles gut. Sieht nicht so sicher aus. Nee, ist auch nicht so sicher, ehrlich gesagt. So. Oh, es war nur ein Messer, Gott sei Dank. Ich dachte, da fällt jetzt sonst was runter.
Hier was am Zahn. Ihh. Ich habe überall Scheiße kleben. So. Oh, es hebt alles unter den Füßen. Ich mach's jetzt schlau und wische jetzt schon mal ein bisschen über den Boden, damit er nicht so klebt. Ich kann es gar nicht ab. Was macht mit dem Zahn? Ja. So. Kann Dreck nicht leiden. So. Sortieren, sortieren. Hier die Lauchzwiebeln hin. Das Ladekabel kommt weg. Hier wird zugemacht. Den Scheiß packe ich in den Kühlschrank. Das kommt im Müll. Roggen. Wir haben Crisp Bread. So. Das kommt auch weg. This one auch. Mit Backen sind wir jetzt für heute erstmal ready und fertig. Heute wird nur noch gekocht. Ich habe heute geplant, Folgendes zu kochen. Oh, hier ist alles nass auf dem Boden. Ich habe auf jeden Fall geplant, heute Zucchini zu kochen. Zucchini mit Hackfleisch. Eine Soße. Zucchini, Hackfleisch, Soße und Champignons. Also ich wollte so eine Pfanne machen mäßig. Und ich glaube, dabei bleibe ich auch. Ich bin mir aber nicht sicher. Boah, Junge, ich habe so viel Geschirr schon wieder heute. Scheiße. So, egal. Oh Leute, ich freue mich immer noch sehr bei diesen Axolotl, ne? Was geht, Neffner? Schön, dass du wieder da bist. Warum hat man ein Ladekabel in der Küche? Warum hat man keins? Nein, eigentlich war ich wegen dem Stream. Weil ich habe auch nur noch 36% Akku. Wäre ja der Moment, um zu sagen, lass uns das Handy laden. Ich bin der Reimemaster. Hab drei in der Küche. Oh. Ich habe eins, das nicht funktioniert. Nein, nein, ich habe einen Screenshot gemacht. Jetzt lädt's. Perfekt. Jetzt lädt das Handy. So. Wer bitte nicht? Es gibt Menschen, die haben keins, offensichtlich. So, jetzt mache ich die Arbeitsplatte eben sauber. Oh, ich liebe es, wenn man wirklich viel Dreck gemacht hat. Das Backen hat sich diesmal gar nicht so lange angefühlt. Ich schwöre, sonst hänge ich da immer so eine Stunde ran, weil ich aber auch nicht dazu komme, es zu machen, weil ich immer nur am Handy bin. Und jetzt ist mein Handy nämlich live und deswegen kann ich nicht abgelenkt werden davon, von irgendwelchem Scheiß. Das ist richtig gut. Weil ich lasse mich so schnell von Social Media ablenken. Es ist so schlimm. Ich habe jetzt auch wieder eine Sperre reingemacht für Instagram. TikTok habe ich, by the way, gelöscht. Weil ich mir dachte, es macht halt keinen Sinn. Also, was soll ich da... Nee. Es ist also wirklich, TikTok ist einfach nicht meine Welt, sag ich wie es ist. Es ist viel zu toxisch. Wenn ich über Insta nachdenke, Insta ist gar nicht so irgendwie. Bei Insta postet man seine Reels und gut ist das Ding. Aber bei TikTok, oh, weiß ich nicht. Aber ich war auch schon tatsächlich immer TikTok-Fan. Früher fand ich die Leute richtig cringe, die Musik, die gemacht haben. Jetzt heute finde ich es nicht mehr schlimm. Aber ich bin halt trotzdem nicht dafür gemacht irgendwie. Also ich bin überhaupt nicht so in der TikTok-Szene oder Musical.ly-Szene drin. Sondern ganz im Gegenteil, ich bin halt eher so Instagram, Fotos machen und so ein Scheiß. Krass, ey. Naja, auf jeden Fall finde ich, TikTok ist echt toxisch einfach, vom Mindset her auch. Bin im Lurk, Leo, geh mit Traffer zocken. Okay, ich
Ich habe gerade gelesen, ich dachte, du gehst schlafen. Und ich habe gelesen, ich gehe mit Treffer schlafen. Und ich war so, what? Was? Bei TikTok kannst du, wenn Twitch live bist, auch bei TikTok live gehen und so vielleicht Zuschauer noch bekommen. Nee, das darf man doch gar nicht. Ich bin der Meinung, das darf man nicht. Weil die da doch so, also Twitch macht da doch so eine Sperre vormäßig. Sowas darf man nicht. Man darf keine Multistreams machen über andere Plattformen hinweg. Bin ich der Meinung. Also ja, würde ich theoretisch machen. Finde ich auch gar nicht so schlecht, die Idee. Aber ich bin halt der Meinung, man darf es nicht. Oh nein, danke. Ich schwöre, ich habe das gerade gelesen. Ich war so, hä? Nicht als Affiliate, genau. Nicht als Affiliate. Und ich bin halt ein Affiliate, ne? Ich verdiene ja auch, also ich kann ja Geld damit verdienen. Wie ihr gestern auch unfair gemerkt habt. Deswegen. So, jetzt geht das Gekoche los. Hier ist wieder alles clean. Es ging so schnell. Ach so. Holen wir mal die Pfanne raus. Wir schneiden ein bisschen Gemüse. Dürfen und machen so zwei Welten. Sehe so viele, damit werden nicht gesperrt. Ja, aber ich will es nicht ausnutzen. Ich finde das mal doof. Also ich bin tatsächlich kein Rebell, sagen wir es so. Und ich glaube, das ist einfach das Ding. Ich mache sowas nicht gerne. Ich kenne auch viele, die das ausnutzen und machen und pipapo. Ich bin nicht der Typ dafür, solche Sachen auszunutzen, weil ich ärgere mich, wenn am Ende doch was passiert. Und ich bin nämlich diejenige, die am Ende sowas hat. Es gibt so einen TikTok-Fake namens Zoomerang. Das haben ein paar Girls aus meiner Klasse in der 6. gemacht. Nur sie die App benutzen, so 12-Jährige. Das ist so hart cringe. Okay. Alles clean. Guck mal, die Spüle. Abgesehen von der Spüle. Man braucht 1000 Follower, um live gehen zu gönnen. Ach so, ja, ich habe 5000 Follower auf TikTok. Deswegen. Also ich war vor 3 Wochen, glaube ich, auch mal auf TikTok live. Und ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, wen ich dazu gekriegt habe. Ich habe 2 Leute dazu gekriegt. Aber die sind halt nicht geblieben so. Deswegen. Also safe könnte man machen. Ich habe auch mal überlegt, nur auf TikTok mal einen Tag zu streamen. Und dafür wieder einen anderen Tag dann bei Twitch. Aber ich sag mal so, bei Twitch ist das irgendwie viel geiler. Ich würde gern mal einen Tag auf TikTok streamen. Hab nur durch Anime-Szenen 3200 Follower bekommen. Mein Top-Video liegt bei knapp 60.000 Views. Ich glaube, mein Top-Video liegt bei knapp 500.000. Ich glaube, das waren 400.000 oder so. Bei Instagram-Reels habe ich fast 1 Million auf ein Reel. Das ist auch crazy. Aber dann wurde der Sound einfach gesperrt. Ich denke mir so, cool, cool. Also, ja. So, ich habe ja auch noch meinen Wein. Der weitere Flex. Naja, was ist das für ein Flex? Also ich meine, ich habe letztens gesehen, ich mache Instagram seit 2014 tatsächlich. Und ich meine, jetzt, seit einem Jahr, wächst mein Social Media auf Insta tatsächlich erst. Ich habe ja jetzt vor einem Jahr angefangen richtig mit Social Media, also mit Instagram, sag ich mal. Twitch habe ich ja vorher schon gemacht. Aber auf Instagram ist es vor einem Jahr losgegangen, dass es halt geboomt hat, ne? Und auf einmal hatte ich dann jetzt, also jetzt, was heißt auf einmal? So über ein Jahr hinweg habe ich halt 76.000 Follower gekriegt, ne? Mein meistgeviewtes Video hat 2 Views. Nice. Naja, man muss auch gucken, was man postet, ne? Wenn man keine Nische hat und irgendein random Video macht, entweder geht's viral, weil du Glück hast, oder halt nicht. Ich bin halt crack. Oh! Dieser Sekt, der Wein ist echt geil, aber ja. Naja, bei TikTok kommt drauf an, wie spät du es auch hochlädst. Da kommt vieles drauf an. Hashtag macht was aus. Was du hochlädst, wann du hochlädst. Mein iPad ist gerade fast hinter die Küchenzeile gefallen. Oh, Digga, das wäre böse ausgegangen. Hätte ich nie wieder rausgekriegt. Naja. Es macht halt schon einen Unterschied. Also wann du postest, was du postest, was deine Hook ist, worum es in deinem Video geht, wie lang das Video ist. Ja, es macht vieles ein Dings. Deswegen. Ist schon nicht ganz einfach. So. Dann schneide ich schon mal den Knoblauch und ich würde sagen, die Champignons und die Zucchini. Mache ich so viel Zucchini? Ja, komm. Eine Zwiebel. Und ein Möhrchen. Ein Möhrchen. Zwiebelmöhrchen mache ich. Mein Internet ist einfach für 1 Stunde weg gewesen. Oh nein. Oh nein, nein. So, ich habe tatsächlich meine Dings hier regrowt. Die sind hier
komplett nachgewachsen einmal. Hier sieht man die ersten Einstellungen. Hier habe ich es das erste Mal abgeschnitten. Voll krass, Mann. Ich dachte, es funktioniert nicht. Aber es funktioniert. So. Jetzt schmeiße ich die aber weg, weil langsam wird es eklig. So. Ein paar davon kann ich noch behalten. So. Davon kann ich den Scheiß auch mal abschnibbeln. Das mache ich, glaube ich, mit einer Schere einfach. Weil, Leute, wirklich, Gewürze sind einfach sowas Hammergeiles. Ich sag's, wie es ist. Bin wieder da. Schön, dass du wieder da bist, Lennart. Ist gar nicht so schlimm, dass du nicht da bist. Ich habe nur meine Kuchen fertig gemacht. Also nichts Spannendes passiert. Meine Freunde haben mich nach meiner letzten Insta-Post gefragt, warum denn ein deutscher Streamer mit 26 Follower geliked hat. Oh mein Gott, wie süß. Ich bin bei mir in der Berufsschule. Hieß es auch, wenn man über mich... Also, das ist ein Cringe-Flex eigentlich. Fand ich gar nicht. Also, es hat mich irgendwie angecringed. Aber da war es tatsächlich so, dass die aus der dritten mich nicht bei meinem Namen kannten, sondern immer, wenn sie über mich gesprochen haben, sollen sie wohl gesagt haben, sowas wie, ja, die Influencerin. Und ich immer so, Digga, wie unangenehm. Ich bin auch keine Influencerin mit 70.000. Ich glaube aber mittlerweile denken sie sich auch nichts mehr dabei. Ich glaube, die denken gar nicht mehr über mich nach. Aber früher war das halt so vor einem Jahr ungefähr. In einem halben Jahr wohl eher. Ich muss sagen, ich sehe mich selber tatsächlich 0,0 als Influencerin. Muss ich echt gestehen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach für mich noch nicht die Reichweite, wo ich sagen könnte, ich bin Influencerin. Ich glaube, das habe ich erst so als ab 500.000 oder wenn ich halt regelmäßig irgendwelche Sachen habe, irgendwelche coolen Sachen, die ich halt, ja, promote, also irgendwelche Promotions und sowas. Ich glaube, dann würde ich halt wirklich sagen, oder wenn ich damit wirklich steady Geld verdiene, also regelmäßig und nicht wie so ein Hungerhaken dahinter bin, wenn ich halt theoretisch auch nicht mehr nebenbei arbeiten müsste. Also das ist ja für jeden selbst überlassen, ne? Die einen wollen 3.000 im Monat, für die anderen reichen 500. Aber so für mich, also 1.000 Euro im Monat brutto, netto sind schon, damit ich aufhören würde zu arbeiten. Ich würde jetzt nicht aufhören zu arbeiten, ne? Also ich glaube, ich würde immer nebenbei arbeiten, weil ich glaube, ich würde es auch langweilig finden, weiß ich gar nicht. Ich bin auf jeden Fall mega glücklich mit meiner Ausbildung, sag ich, wie es ist. Weil die sind alle toll da, es macht Spaß. Doch ab 10+K ist man schon kleine Influencerin. Ja, aber ich sehe mich da nicht so. Ich finde es auch arrogant zu sagen, ab 5K oder 10K, ja, ich bin Influencerin. Ja, Digga, ein Scheiß bist du. Das Ding ist, ich hatte ja schon ein paar Kooperationen. 2 Stück, um genau zu sein. Waren es 2? Waren es 2? Naja, ich hatte auf jeden Fall schon die eine oder andere Kooperation, sagen wir es so. Und da kam auch, ja, 2 waren es tatsächlich. Da kam auch ein bisschen was bei rum. Aber auf den. Wegen 2 Kooperationen. Oh, Digga, dieser Schnittlauch ist so scharf. Ich fange an zu weinen. Leute, wenn ich gleich Zwiebeln schneide, wird auch nochmal ganz heftig. Nee, weiß ich nicht. Also ich sehe mich da nicht. Wegen 2 Kooperationen schon als Influencerin zu betiteln. Das Einzige, was ich halt fühle, ich fühle mich halt als Streamerin. Ich finde, ich bin eine Streamerin. Digga, mein Auge! Oh! Ich weine wegen euch. Oh, ich liebe Knoblauch, ne? Wir waren heute bei einer Kundin auf der Arbeit. Und die meinte sich, ja, ich habe jetzt noch nicht angefangen zu kochen, weil ich dachte, es wäre ein bisschen fies ihnen gegenüber. Und wir so, fangen sie bloß an damit. Wir lieben Knoblauch. Das war so geil. Ich, die immer Copyright Music, ich verdiene nichts mit YouTube, also. Ja, dann ist das auch egal. Dann ist das auch egal, tatsächlich. Also ich mache tatsächlich auch teilweise hier auf Twitch noch Copyright Music. Da sehe ich gar nichts hinter. Also sag ich, wie es ist. Warte mal hier, ich habe eine Taschentuch für dich. Ja, danke. Kannst du mehr reden? Lukas, ich versuche so viel zu reden. Was geht? Schön, dass du da bist erstmal. Sie redet doch schon. Astro. Sie redet.
Ich versuche mir Mühe zu geben, mehr zu reden, ja, aber es ist tatsächlich beim Kochen ein bisschen schwierig und außerdem meine Augen haben gerade gebrannt. So gemein. Leute, liebt ihr Knoblauch genauso? Mit wem hast du Kooperation? Habe ich gar nicht mitbekommen. Hatte. Also ich hatte einmal mit Smilodogs eine Kooperation. Mit Smilodogs und mit Pummies. Hatte ich noch mehr? Smilodogs und Pummies. Pummies waren diese Schuhe, diese Sommerschuhe. Und Smilodogs halt kennt, glaube ich, jeder von euch, oder? Smilodogs. Smilodogs ist halt auf jeden Fall von Flying Uwe und so. Sagt mir beides nichts. Smilodogs? Also Smilodogs ist eine krasse Sportmarke, die eigentlich jeder in Hamburg kennt auch. Soll ich euch irgendwann mal ein Buch vorlesen? Ich habe wirklich überlegt, Leute, wir sollten öfter streamen. Weil ich meine, ich will meine Reichweite ja auch ein bisschen erweitern und mit euch zusammen groß werden. Und das kann ich halt nicht, wenn ich nie streame. So, und deswegen habe ich überlegt, jetzt das mit dem Kochen war auch sehr spontan. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht erst, aber kam sehr spontan die Idee und ich fand sie gut. Wo sind eigentlich die Mods? Keine Ahnung, meine Mods sind kacken oder so. Mirko, wo bist du? Sally ist, glaube ich, im Lurk eigentlich, so nebenbei. I guess. Ich kriege gerade auch richtig Kopfschmerzen. Knoblauch plus türkischer Joghurt, selbst gemacht. Plus Manti sind so türkische Teigtaschen. Oh ja. Ich muss, muss das Wische. Ah, ablehnen, annehmen. Nice, ich bin da. Sehr schön. Twitch hat es so vereinfacht, auf dem Handy zu streamen. Ich sag's euch, vor einem Jahr konnte ich noch nicht mal auf dem Handy streamen und den Chat dabei sehen. Ich konnte nur streamen, musste den Chat über mein iPad anmachen. Jetzt sehe ich den Chat tatsächlich auch, nebenbei so. Und ich muss sagen, ich habe gerade richtig ekelhaft Kopfschmerzen. Auf TikTok, wie man die richtig schön viereckig schneiden kann, die Sachen hier mit Zwiebeln. Warum tut mein Kopf gerade so weh? Alter. Das Gefühl, es kommt mir aus dem Nacken. Also, man soll hier so vorher so Dings reinschneiden. So linienmäßig. Und dann auch so andersrum noch. Ich zeige euch das. Also so halt nebeneinander. Dann nochmal so. Und dann schneidet man die von oben so ab. Und dann gibt es Würfel. Seitdem ich scharfe Messer habe, funktioniert das sogar. Als ich damals bei meiner Mom immer gekocht habe, als ich noch bei ihr zu Hause gewohnt habe. Digga, da hat nie was funktioniert. Ich hätte es so oft machen können, wie ich wollte. Es hat nicht funktioniert. So. Juni, du denkst auch den Kuchen im Ofen? Ja, denke ich. Alles gut. Ich habe gerade mal reingeguckt, der ist noch nicht fertig. Oh, meine Augen brennen schon wieder. Fick mein Leben. Aui. Ich brauche so eine Taucherbrille. Ah. Kurze Pause. Oh!
der Kuchen braucht echt lange. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Der wird nicht hart gerade. Oh, Digga, meine Augen. So. Als Öl mache ich jetzt Kokosöl da rein. Nehme ich hier so einen dicken Löffel und mache Kokosöl rein. Zum Anbraten hier. Fuck, ich habe vergessen, Fleisch rauszuholen. Oh, Mann. Junge. Mal im kalten Wasser schneiden. Das heißt, ja, ich weiß, das vergesse ich immer zu machen. Eigentlich bin ich nur zu faul dafür. Muss ich ehrlicherweise sagen. Wie kriege ich den Scheiß jetzt schnell aufgetaut? Ich glaube wirklich in den Ofen packen. Beim Zwiebeln am besten dann auch im Mund atmen, dann weinst du nicht so schnell. Mikrowelle. Wir haben keine Mikrowelle. Und nee, Kokosöl ist tatsächlich fest. Toaster haben wir auch nicht. Das sind jetzt die Sachen auf, die wir nicht haben. Stopp. So, das Hackfleisch. Wer hat keine Mikrowelle? Wir sind gerade erst eingezogen. Beziehungsweise bei unseren Eltern rausgezogen. Pack es jetzt im Backofen. Draufsetzen. Lol. Okay, der Kuchen wird ein bisschen hart nebenbei. So, in der Zeit packe ich den Scheiß hier schon mal. So, alles an Gemüse, was gebraten werden soll, packe ich schon mal hier rein. Scheiße. Ich liebe das, wenn alles, was in der Pfanne ist, so mega bunt ist. So, nice. Good afternoon from USA. What's up, Chris? How are you? So, jetzt mache ich die beiden Dinger hier sauber. Die will ich jetzt eigentlich so richtig richtig feine Scheiben schneiden. Meine Mom hatte damals so ein Teil, das hat sie so, da hat sie das Ding so gedingst und so reingedreht und dann kamen da so Nudeln raus. Das war echt cool. Aber das habe ich nicht. Schade Schokolade. Ja, ich muss mir irgendwie anders zu helfen wissen jetzt. Muss man die Gurken nicht in Salz reiben oder so? Das sind keine Gurken, das sind Zucchinis. Das ist keine Gurke, es ist Zucchini. Da mache ich jetzt so relativ dünne Scheiben raus, wie gesagt. Und dann versuche ich die irgendwie anzubraten. Ich habe gar keinen Hunger mehr gerade, weil ich so Kopfschmerzen habe. Ich glaube, ich trinke mal ein bisschen was. Sehr wenig getrunken heute, sag ich doch. Einfach Gurken mit Zucchinis, ne? Kopfschmerzen mehr trinken. Danke, Astro, fürs Trinken. Ich glaube, das mit der Low Quality ist tatsächlich, weil ich über mein Handy filme und das auch die In-Kamera ist. Ich glaube, aus diesem Grund. Normalerweise habe ich einen richtig guten Stream, weil ich eine richtig hochwertige Cam habe. Also komme am besten wieder rum, wenn ich richtig wenn ich richtig streame, normal streame, weil da ist meine Kamera schon richtig gut.
Aber jetzt gerade bin ich halt gerade am Handy und deswegen, wir haben nämlich meinen PC nicht runtergebracht, weil wir hier unten keinen LAN-Kabelstecker haben und ich auch kein WLAN an meinem PC habe. Deswegen ist es für mich leider nicht möglich, anders zu streamen als über Handy. Aber ich finde, es hat so leichte Vlogs-Vibes. Naja, nicht ganz, aber danke auf jeden Fall für dein Follow. Schön, dass du da bist, wirklich. Freue mich. Freue mich vor allem, dass du zu uns gefunden hast. Ich frage mich, also du meinst ja, du hast so ein bisschen durch Twitch rumgescrollt, aber ich verstehe nicht, wie du auf den Stream hier gefunden hast. Das ist so, Essen geil. Gucken wir mal rein. Kann nichts kochen, außer Nudeln mit einer Tiefkühlpizza, also muss ich das nicht wissen. Okay. Okay, ist gebongt. Kriegst du eingetragen. Ist okay für mich. So, die sind, glaube ich, ready. Das Ding ist, Zucchini wird sowieso extrem wabbelig und schwabbelig. Von daher ist es, glaube ich, egal, wie dick ich die mache. Mache ich nämlich solche Dinger. Einzige, was ich kochen kann, ist Brownies backen. Merkst du selber, ne? Das Einzige, was ich kochen kann, ist Brownies backen. Nice. Nee, ich kann relativ viel kochen, tatsächlich. Ich liebe es auch, aus dem Kopf zu kochen. Das mache ich nämlich jetzt gerade. Aber ja, manchmal schmeckt es halt nicht, muss ich ehrlich sagen, ne? Ich schaue halt nur manchmal bei Kategorie, wo ein kleiner Streamerin sind. Ach so. Voll cool. Mag ich. So. Du hast nicht alles gelesen. Ach so. Warte. Ach, Tiefkühlkosten und gebratene Champignons, das ganze Kaffee beim Weihnachtsmarkt. Was? Das kannst du? Astro, hast du ein Rezept dafür? Ich schwöre, das ist so ein bisschen. Deswegen habe ich letztens Champignons geholt, weil ich auf dem Dom welche gegessen habe. Oh, ich finde die so geil. Kannst du mir bitte dein Rezept dafür geben? Oh, ich finde die so lecker. Und ich will Leko gerne damit überraschen. Der hört das jetzt safe eh. Obwohl, nee, er zockt nebenbei. Vielleicht hört das nicht. Es wäre cool, wenn ich das mal einen Tag kochen kann. Das wäre richtig cool. Also nur, wenn du magst. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dein geheimes Rezept für die Champignons erzählst. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht nur eine Zucchini mache. Weil es schon echt viel hier irgendwie ist. Ich muss mir jetzt so ein Lachsbrot, hab so Hunger. Ach, ich Lachsbrot, schau nebenbei den Stream, süßi. Lachsbrot finde ich auch geil, aber ich esse tatsächlich nicht so viel Lachs, wegen den ganzen Sachen, die da drin sind. Weil Fische ja so extrem mit so Quecksilber und so zugesetzt werden. Man soll, es gibt so Mengen, da darfst nicht zu viel Fisch essen angeblich. Ich glaube da nicht ganz dran, aber ich mag Lachs zwar auch gerne, aber ich mag es auch nicht zu oft essen, weil irgendwie fühlt sich das auch ungesund an. So, meint ihr, das reicht? Ich, weißt du aber, was ich mag? So Lachsschinken ist geil. Hab den Link DC geschickt. Guck ich mir gleich an. Ich kann gerade nicht auf den Discord gucken. Ach so, das ist das Dings. Sehr gut. Ja, nur so einmal alle zwei Wochen. Ja, sowas ist perfekt. Hast die perfekte Dosierung dafür, wirklich. Weil das Ding ist halt, irgendwie Lachs soll so ungesund sein. Das habe ich letztens erst gelesen. Ich war so voll schock, weil ich liebe ja auch Sushi. Und auf einmal steht da, ja, nicht mehr als so und so viel pro Woche essen. Ich denke mir so, komme ich zwar nicht hin, aber what? War ich schon schockiert, muss ich sagen. Reicht das jetzt? Reicht das nicht? Ich weiß es nicht. Zucchini ist so geil. Zum Dönermann finde ich auch gut. Hab dir zwei Rezepte geschenkt mit Champignons. Du bist ein Schatz, Astro. Du bist ein Schatz. Also zum Dönermann, ich fühl's zu 1000%. Ich liebe Döner. Ich liebe Döner. Egal ob mit Kalbfleisch, mit Hähnchenfleisch, mit Falafel. Mit Falafel finde ich sogar fast am geilsten noch. Wo, bei mir, wo die Berufsschule, also mein Internat ist,
Ach, das wissen die meisten gar nicht, ne? Also ich gehe, by the way, also ab dem 22. Mai bin ich 3 Wochen weg. Das streame ich nur am Wochenende, weil ich da nämlich in der Berufsschule bin. Meine Berufsschule ist halt relativ weit weg. Also ich bin da eine Stunde ungefähr von zu Hause entfernt mit Bus und Bahn. Beziehungsweise ja, ein bisschen länger mit Bus und Bahn, aber mit dem Auto ungefähr eine Stunde. Und da bin ich halt die ganze Woche über, also 5 Tage halt, von Montag bis Freitag, beziehungsweise von Sonntag bis Freitag. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich ab dem 22. Mai gerade nicht mehr so viel streame für 3 Wochen. Ich bin immer noch anwesend, ich bin auch noch da, ich bin halt nur im Internat. So, aber dafür wird Leko dann für euch doppelt so viel streamen. Habe ich ihm schon gesagt, er soll dann Stream-Ausgleich machen. Ich bin dann meistens im Chat drin, weil wir sowieso nichts groß machen, außer mal lernen. Aber das machen wir meistens erst in der 2. Woche, das Lernen. Weil wir die 1. Woche immer nur so Pimmelaufgaben kriegen und so einen Scheiß machen. Ja. Planänderung, ich mache Fisch und selbstgemachte Flammenbrot vom geil. So, dann packe ich das Stück Zucchini und da. Ich habe voll viel Zucchini, Mann. Oh, ich habe das Gefühl, es reicht nicht. Das wäre nicht so geil, aber da kommen ja noch Champignons rein. Dann mit den Champignons könnte es was werden. So, der Kuchen wird immer noch nicht kälter, wollte ich gerade sagen. Härter. Oh, das Fleisch. Fleisch kann noch ein bisschen. Muss Lurkhund hat wieder Appian. Oh nein, okay, alles gut. Schreib das doch nicht. Scheiß doch drauf, Astro. So, das musst du nicht in Chat schreiben. Oh Mann. Ich weiß, wie man schnell hart wird. Ach, Mirko, halt's Maul. Ich weiß. Stopp. Wie macht man Champignons am besten? Es gab mal so einen Trick. Ich glaube, man nimmt das Ding hier raus. Kann das noch anders. Es riecht immer so nach Gebüsch. Nach Wald. Ja, Leo, was weißt du? Ich meine, gar nichts. Red würde jetzt sagen, ich halte mich bedeckt. Und das tue ich auch. So. Was macht man mit diesen Stielen? Mag ich auch nicht so gern essen. Ui. Also ich sag mal so, Fladenbrot-Sushi hört sich schon geil an. So eine ganz fiese Stelle im Mund, so eine Afte oder so, so eine wunde Stelle einfach, das ist super unangenehm, verheddert sich immer das Essen drin, dann brennt das, oh. Ab 22 geht das Leben wirklich noch abwärts, ey, ich sag's euch, Rückenschmerzen seit gestern, Kopfschmerzen die ganze Zeit, irgendwelche Scheiße im Mund. Kommt aber wahrscheinlich daher, dass ich so viel Scheiße laber. Als Geburt geht Leben abwärts. Ach so. Abgeburt. Ich kann es nicht so lesen. Sieht aus wie Erde 10. Hört sich weird an. Gar nicht witzig mit meinen Kopfschmerzen gerade, echt. Ich glaube, ich habe wirklich zu wenig getrunken. Wie sagt man das? Was denn genau? Ich weiß gar nicht, was du sagen wolltest.
jetzt das Gefühl, ich habe zu viel Karotten reingemacht. Bin mal eben auf den Laptop gewechselt. Alles gut, Mausi. Lies das darüber von mir. Warte. Sieht so aus wie Ende 10. Hört sich weird an. Wie sagt man das? Siehst du aus wie Ende 10? Ach so. Ja. Ja, man sagt Ende 20, Ende 10. Hört sich aber echt komisch an, Mann. Aspirin. Aspirin nehme ich nicht. Ich müsste eine Ibo nehmen, aber ich habe ein bisschen Wein getrunken. Ich habe nicht so Bock, dass ich irgendwie... Weiß, man soll ja keinen Alkohol mit Dings trinken. Checkst du? So. Das Fleisch müsste jetzt langsam mal rausgeholt werden. Warum liegen denn beide Sachen? Oh, es liegen alle meine Tücher hier auf dem Boden. Cool. So. Jetzt brate ich das Fleisch an. Wo ist denn mein... Wo ist... Da habe ich ihn. Imagine Ende 0. Einfach Ende 0. Lol. Na, wie alt bist du? Ich bin Ende 0. Das würde ein Kind ja nicht sagen. Ich sag ja nicht, ich bin Ende 0. Nee, man sagt nicht Ende 10. Man sagt halt ab Ende 20, sagt man. Du bist Anfang 20, sagt man, wenn du 19 bist. Glaube ich. Ich glaube, dann sagt man Anfang 20. Ich habe keinen Plan von Medikamenten. Leute, meint ihr, ich kann Ibuprofen nehmen, wenn ich schon ein bisschen Wein getrunken habe? Ist nicht so schlimm, oder? Früher habe ich mir mal einfach alles reingeballert. Ich so, ach, ich habe gerade einen Liter Wodka getrunken. Egal, nehme ich noch eine Ibu. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach ein. Ich habe richtig Kopfschmerzen. Wieso flach liegen? Müdigkeit wird kicken. Ja, okay, das ist sowieso schon so schlimm, Mirko. Ich glaube, ich schaffe eh nichts mehr. Sag ich, wie es ist. Ich bin schon geistig gefühlabwesend. Ich sag's nur, danke, mein Schatz. Da ist mein Kaffee hinterher. Oh, es riecht so gut. Ich bin einfach der Bratmeister, der Braterino. Mache ich zuerst das Fleisch rein oder zuerst die Champignons? Das ist jetzt die Frage. Oh, ich liebe meine Familie, ne? Aber ich habe gar keinen Bock, dass die morgen kommen, ey. Zuerst Gemüse. Alles Gemüse. Okay. Sicher? Scheiße, noch klein bisschen. Immer so, dann Fleisch. Okay. Oh Mann, was denn, Astro? Der Anfall war diesmal schlimmer. Ihr fünfter schon, Dackelhirn schon 20 Jahre alt. Oh nein. Oh Mann. Könnt ihr damit nicht irgendwie, kriegt sie da keine Tabletten gegen oder so? Irgendwas? Das ist doch richtig scheiße. Mein Beileid, wirklich. Ich glaube auch, aber ich glaube nur, weil ich nicht kochen kann. Fühle ich. Okay, wir machen mal das, was Mirko sagt. Ich glaube, wir können sogar noch ein bisschen mehr Öl reinmachen. Dann würzen, Salz und Pfeffer. Ich liebe ja Sojasauce und Worcestersauce, Mann. Leute, ich sag euch eins, bedeckt nur ein Viertel der Fläche des Flambus mit Fisch. Ich habe alles bedeckt, ich schmecke nur Fisch. Der Holzhof ist braun, er beginnt zu brennen. Nein, der brennt nicht.
Oh scheiße, am Ende passt hier nichts mehr rein. So, Astro, ich guck mir mal nebenbei das Dings an. Worcester Soße ist richtig geil. So, ich guck mir mal nebenbei das Rezept für die Champignons an. Bin ich nämlich gespannt, was da reinkommt. Champignons wie vom Weihnachtsmarkt. Also, kleine Champignons, Pfeffer, Schnittlauch, Butter. Lol, was? Da kommt fast nichts.